Minasan, ohayou gozaimasu. Guten Morgen hier an diesem schönen Sonntag. Und nachdem gestern das Kanji oder die Kanji-Erklärungen für Gold und Silber so gut angekommen sind, haben wir gedacht, ich mache noch ein spezielles Video auch zu den Kanji und noch ein paar zusätzliche Vokabeln, damit ihr nicht nur die einzelnen Kanji lernt, sondern auch gleich noch ein paar Beispiele dazu. Ich fange nochmal ganz von vorne an. Also, ich habe auch hier so eine schöne Tafel, die haben wir erst vor kurzem bestellt. Die werde ich jetzt auch gleich mal ausprobieren mit so einem Stift, den man gleich löschen kann. Ich schreibe jetzt einmal das Kanji für Gold auf. Also wer es vielleicht schon gestern gelesen hat, Gold heißt auf Japanisch King. King. Ich schreibe das jetzt mal hier auf, schön groß, damit jeder das lesen kann. Das wäre jetzt natürlich super, wenn ich das jetzt direkt die Striche, aber das ist, wenn ich jetzt so mache, ja, das geht. So, das ist jetzt überhaupt nicht schön. Okay, also hier sehen und gleichzeitig schreiben, das funktioniert gut. Ich schreibe es erst auf und zeige es euch dann. Also hier habe ich diesen schönen Ding, so kann ich das ablöschen. So, also gut, nicht schön geschrieben, aber das ist das Zeichen für Gold, für King. Ja? Man kann sich das ein bisschen so vorstellen, dass hier ist eine Mine. Ja? Und eine Mine hat mehrere Ebenen und ganz unten, da glitzert etwas. Also das, was man dann abbauen möchte. Ja? Also das ist sozusagen die Hütte sozusagen, wo man rein muss und dann kommt man runter und da sind dann die Sachen, die man ausgraben möchte. Ja? Und eben wenn es Gold ist oder sonst irgendwas, dann glitzert das Ganze. Ja? Das ist Kin, ja? Gold. Wer sich schon ein bisschen mit den Kanji auseinandergesetzt hat, der weiß, dass es für ein Kanji meist mehrere Lesungen gibt. Ja? Und zwar die sogenannte japanische Lesung und die an das Chinesische angelehnte Lesung. Weil ursprünglich kommen die Kanji ja nicht direkt aus Japan, sondern aus China. Und die chinesische Lesung von diesem Wort ist eben Kin, ja? Nicht die japanische Lesung. Normalerweise ist es so, dass wenn ich ein Kanji habe, die sogenannte, also ein Wort aus einem Kanji, dann wird die sogenannte japanische Lesung verwendet. Aber bei Kin ist es eben eine Ausnahme. Ja? Also Kin ist eigentlich die ursprüngliche bzw. an das chinesische angelehnte Lesung. Gut, Kin. Wenn ich jetzt aber die japanische Lesung haben möchte, dann gibt es ein anderes Wort, und zwar Okane. Okane heißt Geld. Ich schaue es mal auf Japanisch hier hin. Okane. So, das Kanji steht jetzt wieder das gleiche da. Aber wir haben davor das O. Das ist Hiragana O. Und O ist diese sogenannte höfliche Silbe, die, wenn ich die verwende, dann bin ich einfach höflicher. Das heißt nicht, dass ich zum Geld höflicher bin, sondern dass ich grundsätzlich höflich spreche. O. Also für die Japaner alles, was im Alltag besonders wichtig ist, ja, verwenden die Japaner, wenn sie höflich sprechen, ein O davor. Zum Beispiel O Sushi. Ja, also das Ehrenwert. Das heißt nicht, dass ich höflich zum Sushi bin, sondern wenn ich jetzt einfach spreche, dass ich höflich klinge. Ja. Die Tendenz ist so, dass eher Frauen dieses O verwenden. Aber es gibt Wörter, da verwendet jeder dieses O. Zum Beispiel bei Tee. Das japanische Wort für Tee heißt Cha, Ocha. Ich schreibe das auch noch dazu. Ist jetzt zwar nicht Teil von dieser Übung, aber ist egal. So, das ist nicht schön. Mal zurück. Ich muss mich erst dran gewöhnen, auf diesem Dings zu schreiben, auf diesem Tablet. So. Das ist das Zeichen für Tee. Ja. Ocha. Cha, das Zeichen für das Wort für Tee. Also so spricht man das Kanji aus. Oder zu davor eben macht das Ganze noch höflicher. Okay, Ocha. Na. Gut, aber wir wollen zurück zum Gold und zum Silber eigentlich. Na, das ist ja heute das Thema. Also, wir haben gesagt, Kin heißt Gold, aber Okane, das ist das gleiche Kanji, hat dann die andere Lesung, die japanische Lesung. Und da spricht man es eben Kane aus. Okane, das Geld. Kane alleine wird auch schon genügen, aber die meisten Leute sagen eben Okane. Gut. Was kann ich jetzt mit diesen Lesungen noch machen? Es gibt zum Beispiel den Namen Kaneko. Ja, das ist ein Nachname, ein japanischer Nachname. Einer meiner Lehrer hier in Wien, der heißt Kaneko-san. Ja, das ist der Herr Kaneko, der Kaneko-sensei. Das ist ein Halbjapaner. Und so, ich schreibe jetzt da das Kanji auf.
Also eben wieder das Zeichen für Geld und dann das Zeichen für Kind. Kaneko. Ja. Kane und Ko. Hier. Kaneko. Kaneko. Ja. Also es ist ein Eigenname. Ja. Normalerweise ist ja die Regel so, wenn ich ein Wort habe, das aus einem Kanji besteht, nämlich eben diese japanische Lesung, in dem Fall wäre es Kane. Aber hier haben wir zwei Kanji, also das Zeichen für Geld und für Kind. Und wir nehmen aber trotzdem die japanische Lesung. Ja. Also es gibt da sehr viele Ausnahmen. Und darum sage ich auch immer, beim Japanisch, also beim Kanji-Lernen, bitte nicht die einzelnen, die Kanji mit den ganzen Lesungen einfach so lernen, sondern, genau, ich bin ein bisschen zuselt. was wollte ich jetzt sagen? Genau, also beim Kanji lernen bitte Vokabel lernen. Also nicht ein Kanji nehmen und sagen, okay, ich lese jetzt alle Lesungen auswendig, weil meistens gibt es mehrere Lesungen und vielleicht gibt es sogar mehrere chinesische und mehrere japanische Lesungen und das ist nicht so super. Ja. Weil du lernst jetzt vielleicht diese einmal, ja, und dann hast du es sofort wieder vergessen. Ja, und das wollen wir nicht. Wir wollen, dass sich die Kanji bei uns im Hirn festgraben. Und wie machen wir das? Indem wir eben Vokabel lernen und vielleicht gleich ganze Sätze dazu. Und sich eben mit dem Kanji genau auseinandersetzen. Ja? Eben genau so, wie wir das jetzt machen. Genau. Also das, ja, sieht aus wie ein Kind. Ja? Wenn man genau hinschaut, das ist so ein bisschen wie wenn ein Kind, so das kleine Baby eingewickelt ist und das sind die Arme, die rausschauen irgendwie. Also wie du das gern vorstellen möchtest. Kaneko, ein Name. Gut. Dann noch eine Lesung, noch ein Wort mit dem Kin. Ja? Also Kin war die chinesische Lesung. Und zwar das Wort Kinyobi. Vielleicht weißt du schon, was das heißt. So. Kinyobi, also die untere. So. Also das hier wieder das Zeichen für Geld, Gold. Das bedeutet Wochentag und das heißt nochmal Tag. Also Kinyobi ist der Freitag, ja, der Goldtag. Ja. Dieses Jo ist ein bisschen schwierig zum Schreiben. Hier haben wir auch das Tag-Radikal, zweimal das Katakana-Jo. Und das untere hier, das ist das alte Radikal für Vogel. Ja. Man kann sich das vielleicht ein bisschen so merken, Kinyobi, es hat zwei Katakana-Jos, darum spricht man ein langes Jo aus. Kinyobi. Ja. Kinyobi. Wochentag, Tag und eben für Gold. Der Goldtag ist eben der Freitag, für die Japaner zumindest. Kinyobi. Und hier ist es auch wieder so. Ja. Also hier haben wir die chinesische Lesung. Ja. Kin und nicht Kane. Gut. Dann genau. Was ich sagen wollte, ist ja, genau, dass dieses Kanji auch als radikal verwendet werden kann. Ja, wenn du jetzt nicht weißt, was radikal ist, ich erkläre es gleich. Radikal ist ein Teil von einem Kanji. Wir haben es uns ja hier auch schon angeschaut, hier bei dem Jo, das hat ja mehrere Teile. Das ist das sogenannte Tagradikal, also das steht für Tag, für Sonne. Ja, ist ein bisschen klein jetzt vielleicht. So, genau, hier sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Genau. Und diese Radikale sind eben dann Teile von anderen Kanji. Und auch das Zeichen für Gold oder für Geld kann ich in anderen Kanji eben auch drinnen haben. Eben zum Beispiel im Wort für Silber. Ich lösche das jetzt mal kurz weg. Ich glaube, das mit dem geht schneller. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ja, funktioniert. So. Und zwar das Kanji für Silber heißt, also die Lesung, eine davon ist Gin. Und bei Gin ist es so, dass der linke Teil, ich schreibe es jetzt kurz auf, ja, hier, siehst du das vielleicht, dass der linke Teil eben fast gleich aussieht wie das Kanji für Gold. Ja? Und eben hier haben wir noch einen zweiten Teil. Also das ist das ganze gelesen ist Gin, Silber. Der rechte Teil, das ist eine Variante für das Zeichen für Gut. Ja, also das gute Gold, ja, beziehungsweise das gute Metall ist Silber. Ja, also wenn das Gold-Kanji als Kanji, als Radikal, als Teil von einem anderen Kanji verwendet wird, dann hat es eben die Bedeutung Metall. Also du kannst dir merken, wenn du jedes Mal, wenn du ein Kanji siehst, wo das links dieser Teil dabei ist,
dann bedeutet, es hat irgendetwas mit Metall zu tun. Es ist irgendein Metall. Hier in dem Fall ist es eben Silber. Das gute Metall ist Silber. Gin. Ja. So, welche Wörter gibt es jetzt, wo Gin vorkommt? Ja. Sehr interessant. Die Bank. Ja, die Japanische, also das Wort für Bank auf Japanisch heißt Ginko. Ja. So. Also die zwei zusammen, das ist Ginko. Ja, also Silber und das hier, ups, das ist das Zeichen für gehen. Vielleicht kennst du schon Ikimas, ja, dass es Silber geht. Beziehungsweise heißt ja nicht, dieses Kanji heißt ja nicht nur gehen, sondern auch sich bewegen, sich irgendwo hin bewegen. Ginko. Ja. Ikimas ist die japanische Lesung, also die Lesung, wenn das Kanji alleine stehen würde. Und nachdem es aber jetzt ein Wort ist aus mehreren Teilen, habe ich eben hier die chinesische Lesung. Und eine von den chinesischen Lesungen für gehen ist ko, ja, ginko, sich irgendwo hinbewegen. Das Silber bewegt sich irgendwo hin. Eine Bank, da bewegt sich eben das Geld von einem Ort zum anderen, durch eine Überweisung zum Beispiel. Ja. Und damals war halt Silber sehr, sehr wichtig. Ja. Ginko. So, schauen wir uns noch ein Kanji an, wo eben dieses Metall radikal drinnen ist. Und zwar das Wort für Eisen. Ja, auch Eisen ist ein Metall. So, das nächste, was du da stehen siehst, das ist Eisen. Ja, Eisen heißt auf Japanisch Tetsu. Tetsu. Genau. Und das Wort Tetsu kommt zum Beispiel vor in der Eisenbahn. Ja, ich schreibe das auch gleich dazu. Tetsudo. Ja. Das zweite Kanji hier, das steht für Weg. Der Eisenweg. Ja. Tetsudo. Der Weg des Eisens. Ja. Wo kommt es noch vor? Im Wort für U-Bahn. Chikatetsu. Ich schreibe das auch noch auf. So, Chikatetsu. Dieses Chi, das steht für Erdoberfläche. Vielleicht hast du dieses Radikal schon mal gesehen, das steht für Erde. Ja, hier haben wir unten, also Erde unten, Eisen. Das Eisen, das unter der Erde verläuft. Ja? U-Bahn, Chikatetsu. Was noch? Schauen wir uns noch ein Metall an, und zwar Kupfer. Kupfer heißt auf Japanisch Do. Und wie wäre es anders zu erwarten, haben wir auch hier natürlich wieder dieses Eisenradikal dabei. Das hier, das ist Kupfer. Do. Ja. Woher kommt jetzt diese Do-Lesung? Zwar von diesem rechten Teil. Ja. Dieser rechte Teil gibt es auch als eigenes Kanji. Ist es hier. Und das hat die Lesung Do. Ja, und heißt gleich. Ja. Vielleicht kennst du schon die Lesung Onaji. Onaji ist dann die japanische Lesung. Onaji bedeutet eben gleich. Zum Beispiel Onaji Hito, die gleiche Person. Do ist eben die chinesische Lesung. Also es passiert sehr oft, dass wenn ein Kanji eine chinesische Lesung hat und es kommt dann als Teil in einem anderen Kanji vor, dass er dann die gleiche chinesische Lesung hat. Das hat die chinesische Lesung Do, also wenn es nicht das mit dem G, sondern wenn es nur alleine steht. Und, beziehungsweise wenn es halt dann eine Kombination ist. Und hier haben wir eben auch die chinesische Lesung Do für Kupfer. Also aufpassen eben bei Kanji, darum sind auch die Kanji so wichtig, welches Do ist gemeint. Ist das Do von Onaji oder ist das Do für Kupfer? Aber dieses Do-Kanji, also das Kupfer-Kanji, hat auch eine andere Lesung, und zwar Aka. Vielleicht hast du schon mal gehört, Acker heißt rot. Und wenn man sich überlegt, Kupfer schaut auch ein bisschen rötlich aus. Ja? Das heißt, normalerweise wird dieses Kupfer-Kanji nicht einfach für rot verwendet, sondern wir haben hier ein Beispiel, das ich noch habe. Akanabe, ein Kupfertopf. Ja? So, jetzt bin ich gerade nicht farbig. Ja, so. Akanabe. So, das ist ein bisschen ein komplizierteres Kanji, ein bisschen mehrere Striche. So,
So, Nabe hat interessant. Nabe, also Nabe heißt einfach Topf. Ja? Und da haben wir nämlich auch gleich wieder dieses Metallradikal dabei. So. Also hier haben wir nochmal das Silber, das Kupfer und das ist Nabe. Ja. Genau. Das ist Aka-Nabe. Ja, also in dem Fall heißt es nicht Do-Nabe, weil Do-Nabe gibt es auch. Do-Nabe ist aber ein irdener Topf, also ein Topf aus Ton. Spricht man ein bisschen anders als Do-Nabe, nicht Do-Nabe. Also dieses Do ist lang. Ja? Do-Nabe. Ich poste dann nachher noch die Wörter alle dazu. Also ihr könnt euch dann noch die Kanji noch alles genau mal anschauen mit der Aussprache in unserer Schrift dazu, damit es auch Anfänger lesen können. Genau. Also Aka-Nabe ist ein Kupfertopf. So, wir gehen zu den Olympischen Spielen, die nächstes Jahr ja in Japan beginnen. Wir haben es leider nicht auf Gold und nicht auf Silber geschafft. Wir haben den dritten Platz gemacht. Und das dann ist mein Do-Medalisto. Ja? Medalisto, Medalisto von Medalist, also ein Bronzemedalist eigentlich. Ne? So, schauen wir es auch noch auf. Do. Me da li su to. So. Do medalisto. Medalisto. Also, nachdem das ein ausländisches Wort ist, schreibt man es eben nicht in Kanji, noch nicht in Hiragana, sondern eben in Katakana. Also, Katakana sind ja für Wörter, die aus ausländischen, also aus anderen Sprachen kommen. Drum nachdem Medalist kein japanisches Wort ist, schreibt man es eben in Katakana. Genau. Do medalisto, also jemand, der den dritten Platz gemacht hat. Dann, ich habe es auch gestern kurz erwähnt, oder schon vorher, glaube ich, ja, Megane. Megane ist die Brille. Und zwar Me ist das Auge. Ich schreibe jetzt auch mal das Kanji für Me auf. Me. Ja, also eigentlich ist Me alleine, also wenn man es ganz normal verwendet, nur der linke Teil, ja. Aber wenn ich jetzt in der Brille das Auge verwende, dann ist es das Spezial, also das ist eher das medizinische Wort für Auge. Ja. Wir sehen hier, diesen Teil kennen wir ja schon von Gin. Ja. Also gut, das gute Auge. Also aufpassen, der Megane in Kanji schreibt nicht das normale, einfach Me Auge, sondern eben das spezielle Me. Und jetzt auch noch das Gane dazu. Gane ist einfach nur also die angepasste Form von Kane. Aber eben auch wieder ein anderes Kanji. Schreibe jetzt auch gleich auf. So. Sehen. Vielleicht schreibe ich das ein bisschen größer, das ist ziemlich. Na, man kann es schon lesen. So, also hier. Das ist Megane. Also wieder das Auge, das wir gerade erst gehabt haben. Und dann das zweite Kanji hat eben links wieder das Metallradikal. Und daneben, ja, hier. Haben auch wieder mehrere Teile. Das oberste, dieses Ding hier, das heißt, das ist das Zeichen für stehen und unten sehen. Ja? Sozusagen, wenn man sich aufsetzen, ja, also die Brille steht sozusagen, ja, und dann kann man sehen. Aber dieses Kanji, das zweite Kanji, das ich mir jetzt gerade aufgezeichnet habe, also das Gane von Megane, wenn es alleine steht, ja, dann liest man es anders. Dann ist es Kagami. Kagami ist der Spiegel. Ja, Kagami ist der Spiegel. Also vielleicht ist es von dem noch besser zu verstehen, wenn man sich vor den Spiegel stellt, dann kann man sich sehen. Ja. Also vielleicht nochmal ganz kurz. Eins, zwei, drei. Dieses Zeichen hier, ja, da ist das Auge drin. Also der obere Teil ist das Auge und unten sind diese Beinchen dran. Ja, wenn das Auge Beine hat, dann bewegt es sich, dann heißt es sehen. Ja. Und im Spiegel ist eben dieses Sehenradikal drinnen. Ja. Und oben eben das Stehen. Ja. Also Metall, Stehen, Sehen, Spiegel. Der Augenspiegel, das ist die Brille. Megane. So, irgendwas wollte ich noch sagen zum Schluss. Ich sehe, das Video ist wieder ewig lang geworden. Ah ja, genau, beim Kane.
Wir haben gesagt, Kane heißt Geld, aber es gibt auch für Kane wieder andere Kanji. Und zwar Kane kann auch sein die Glocke. Ja, eine Glocke ist ja meistens auch aus Metall gemacht. So, jetzt überlege ich noch, ich lösche zuerst mal weg das Ganze hier. So, weglöschen. Wie gefällt euch derweil die Erklärung? Alles mal verständlich für die, die gerade zuschauen. Wer ein bisschen später eingestiegen ist, kann sich es ja dann nachher nochmal als Ganzes ansehen. Wenn es dann fertig ist, kann man es ja dann wieder von vorne nochmal ansehen. So, also genau, Kane. Kane heißt eben auch Glocke. Ich zeichne das Zeichen für Glocke noch auf. Ist natürlich auch wieder mit dem Metallradikal dabei. So, und oben stehen wieder auch. Und dann das da. So. Dieses hier, also mit dem Stift ist ein bisschen. Dieses hier, ja, das ist das Zeichen für Glocke. Das hier ist wieder das Zeichen für Stiel. Und das hier, das ist Ri, das ist das Zeichen für Heimatort. Ja. Und dieses Kanne, also haben wir schon gesagt, das ist eben für Glocke. Und wo wir jetzt noch ein bisschen weiter reingehen, wenn ich jetzt diesen rechten Teil dann nochmal kurz erklären. Den gibt es nämlich auch wieder als ganzes eigenes Kanji. Also jetzt sind wir schon ziemlich tief drin in der Kanji-Geschichte. Ne? Dieses hier, ja, das ist zum Beispiel drinnen in Kappa. Vielleicht kennt ihr den Kappa. Also dieses Kanji alleine ist ein altes Wort für Kind. Ja? Warabe. Ja, Warabe ist das Zeichen, also ist ein altes Wort für Kind. Warabe. Also keiner sagt hier mehr Warabe. Ja, du bist ein Warabe, du bist ein Kind, sagt jeder, sagt Kodomo. Ja? Aber dieses Warabe ist im Kanji, also im Wort für Kappa drin. Ich weiß nicht, ob du den Kappa schon kennst. Kappa ist ein japanisches Monster. Das ist grün und das lebt im Wasser, meistens in einem Teich oder in einem Fluss. Und es hat oben eine Glatze und die Glatze muss immer mit Wasser bedeckt sein. Wenn nämlich dieser obere Teil vom Kopf nicht mit Wasser bedeckt ist, dann muss der Kappa leider sterben. Wahrscheinlich kennst du die Kappa-Maki. Das sind diese Maki mit Gurken. Ja? Und die Lieblingsspeise vom Kappa sind nämlich Gurken. Darum heißen die Kappa-Maki eben Kappa-Maki. Genau, also Kappa. Schauen wir den Kappa nochmal auf in Kanji. Das ist Kappa. So. Dieses Wort hier, ja, dieses Kanji, das ist ein Wort für Fluss. Ja, also das Flusskind. Also wir haben gesagt, das da, Warabe. Hier ist eine Speziallesung. Ja. Kappa ist eben dieses japanische Monster. Und das ist eben das Flusskind. Ja. Fluss und Kind. Vielleicht kennst du auch eigentlich dieses Zeichen für Fluss. Ja, das ist wahrscheinlich das eher bekannt ist. Aber das hier wird eben auch verwendet. Es kommt jetzt auf die Größe drauf an. Ja? Also meistens sind große Flüsse eher das da und kleinere Flüsse eher das da. Ja? Wobei man dieses hier, ja, dieses Radikal hier, das ist das Drei-Wassertropfen-Radikal. Also immer wenn dieses Radikal vorkommt, dann hat es irgendwas mit Wasser oder mit Flüssigkeit zu tun. Genau. Also du siehst, man kann von einem Kanji zum nächsten, und ich könnte jetzt noch ewig weiter erzählen, aber es ist Sonntag und wahrscheinlich hast du wahrscheinlich noch was anderes auch zu tun. Darum werde ich hier mal einen Schlussstrich ziehen. Genau, das war jetzt das Wichtigste, das ich erzählen wollte. Es ist mir plötzlich so gekommen heute in der Früh. Ah, was könnte ich denn jetzt noch erzählen, eben zu diesem Silbergold? Gut, wenn Fragen sind, einfach posten. Ich wünsche nochmal viel Spaß, wenn du es nochmal anschauen willst, das Video, wenn es dann fertig ist. Ich kopiere dann nachher noch in die Beschreibung die einzelnen Kanji und die Bedeutungen, also die Aussprache dazu. Und dann hast du eigentlich schon ein halbstündiges Lernvideo, also da kannst du eigentlich schon einiges anfangen damit. Ja, es freut mich natürlich, wenn du was draus lernst und wenn dir das Video gefallen hat. Und du weiterlernen möchtest, bei mir gibt es natürlich andere Videokurse auch. Melde dich einfach bei mir. Und schreib mir, wo ich dir helfen kann. Matane und noch einen schönen Sonntag.
Deine Manuela von japanischlernen.at.